Sie sind wahrscheinlich die bestangezogensten Tiere im Tiergarten Schönbrunn. Die Rede ist von den kleinen Frackträgern, den Pinguinen. Und denen wollen wir uns jetzt widmen, denn der 25. April ist der Weltpinguintag. Und der wird schon seit 2008 gefeiert. Und viele Tierschutz- und Umweltorganisationen, Zoos und natürlich auch Aquarien nutzen den Weltpinguintag, um auf das Verschwinden bzw. auf die Bedrohung der natürlichen Lebensräume der Tiere aufmerksam zu machen. Und genau deswegen sind wir heute auch im Tiergarten Schönbrunn und schauen uns mal bei den kleinen Frackträgern um. Im Tiergarten Schönbrunn kennt sich ein Mann ganz besonders gut mit Pinguinen aus. Tierpfleger Ludwig Fessel kümmert sich täglich um die kleinen Frackträger. Also wir haben drei Arten. Wir haben die Humboldt-Pinguine, die Felsenpinguine und die Königspinguine. Der Pinguin ist ja ein niedliches Tierchen, gilt als Frackträger und schick. Ist er denn hier auch so beliebt im Tiergarten Schönbrunn und was macht denn eigentlich seinen Charakter so aus? Ja, sie sind auf jeden Fall beliebt bei den Besuchern und sie sind natürlich auch bei uns beliebt. Den Charakter macht aus, sie haben immer Hunger. Jetzt gilt der Weltpinguintag auch dem Schutz der Tierarten und natürlich auch daran zu erinnern, welchen Gefährdungen sie ausgesetzt sind. Im freien Lebensraum, wie kann man das denn am besten beschreiben? Was sind denn die aktuellen Gefährdungen der Arten? Ja, die Klimaerwärmung ist natürlich immer ein Thema, das weiß man mittlerweile. Aber auch die Überfischung ist natürlich immer wieder ein Thema. Und das ist das Hauptproblem eigentlich für den Humboldt-Pinguin, der ja immer ein Nahrungskonkurrent für die Fischer an der Küste Peru ist. Bei Pinguinen denken viele Menschen gleich an den Nordpol. Dass die niedlichen Tiere aber nur in kalten Gebieten vorkommen, ist ein großer Mythos. Der Kältemythos ist auf jeden Fall der größte. Die wenigsten Pinguine kommen in den Polargebieten vor. Am Weltpinguintag ist der Andrang im Tiergarten Schönbrunn natürlich groß. Da putzt sich auch gerne der Pinguin noch einmal raus.